Nein! Hä? Da ist Spider ja viel besser. Ist das peinlich, Alter. Ah, 1.15.1, stopp, 1.15.1. Oh, jetzt habe ich schon wieder 1.15.2 gestartet. Oh mein Gott, du bist so dumm. Ah. Ey, Bruder, jetzt wirklich 1.15.1. 1.15.1. Ein paar Sekunden später. Luca? Ach, ich habe schon wieder die 1.15.2 gestartet. Perfekt. Was ist das für ein Sch... Ich erzähle jetzt ganz kurz, was das Ding hier ist, ja? Luca ist auf der Intensivstation und bei Make-A-Wish war sein letzter Wunsch, dass er mit mir noch zusammen hier eine Runde Minecraft spielen darf. Und das machen wir jetzt. Dann freue ich mich noch glückslos aus der Lotterie. Dreimal gerummelt und nichts gewonnen, aber immerhin habe ich Michael Wendler live im Studio gesehen. Egal! Ey, wollen wir nicht auf die erste Folge Michael Wendler und Laura reagieren? Damit ich hier wieder einen Strike reingedrückt bekomme, never it in, my homeboy. Wie heißt die Serie nochmal? Verliebt im Paradies, verliebt in Florida. Hilfe, meine Ex-Frau wohnt noch hier, meine Tochter auch. Verliebt im Paradies, Digga, sein Haus aus wie mein Klo. Ich hab gerade auch krass ins Klo geschissen, Alter. Alter, aber war es Blut? Ich hab diese vegane Bratwurst mir gekauft, die du mir empfohlen hast. Lecker, oder? Geht. Schmeckt halt wie so ein Müllcontainer zusammengeschnappt. So, dann sind wir hier am Server und wir spielen heute eine Runde. Erbaue etwas in 5 Sekunden, 1 Minute und 5 Minuten, Luca, okay? Das heißt, wir machen eine kleine Bauwettbewerbs-Challenge, okay? Bist du bereit? Ach, so wie diese Noob, Amateur und Expert. Nee, das, was du meinst, ist auf Pornhub mit Noob und Amateur. Und das ist was ganz anderes. Was Ach so, da habe ich mich gerade vertan. Ja, ich dachte, Minecraft wäre... Ganz andere. Dachte ich auch immer. Ich auch immer. Gommelobby, harte Erektion. Man kennt mich. Ich distanziere mich davon. Luca. Was, wie sehe ich denn aus? Junge, mach mal F5. Was ist mit deinem Minecraft-Skin passiert? Bist du gehackt worden, Corona-Crafter? Ich hause! Ja, ich hause! Oh, warte. Wir bauen auf jeden Fall ein Thema. Ich möchte irgendwas Vernünftiges bauen. Sowas wie ein Eisbär oder sowas. Wir ballern den Eisbären in die Lava. Eine Form, ein Tier, was Animalisches auf Tierenbasis. Weißt du, was ich meine? Nee. Coronavirus wird nicht gebaut. Nee, du meinst ja, wir bauen... Aus Goldader, Alter. Ah, du hast jetzt schon mal ein Thema gebaut, ne? Ja, ich habe schon ein Thema gebaut. Das ist sehr stark, Alter. SpongeBob, Alter. Lass SpongeBob machen, Digga. Ohne Witz. SpongeBob ist ein sehr geiles Thema. Ich will einmal kurz Diamanten finden. Okay. Weil wir haben so komplette Diamantenrüstung. Hast du noch? Warte, wir müssen weiter. Ey, Revi, Coronavirus. Ich will mit dir nicht Diamanten suchen, Alter. Lass uns doch einfach das Video machen. Okay. Ich will jetzt keine Diamanten mit dir suchen. Allum. Luca, hallo. Mann, du... Also Leute, heute bauen wir innerhalb von 5 Sekunden, einer Sekunde und... Ist das dumm, Alter? Luca, ich gebe dir jetzt Game Mode, okay? Ja, du musst auf die andere Seite gehen, okay? Hast du schon irgendwas in deinem Inventar drin? Ja, ich mach mir die Sachen schon ins Inventar. Ich guck mir nochmal ganz kurz an, wie SpongeBob aussieht. Das darf wir nehmen wirklich... Warte, wir schauen uns das auch an? Ja, wir können es vorher anschauen, damit du weißt ja, wie SpongeBob aussieht, ne? Ich habe ja keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie SpongeBob aussieht, Junge. SpongeBob, also, das Spielprinzip ist... Ich bin der Wendler, ich habe es halt nicht verstanden. Also, wir bauen jetzt quasi SpongeBob einmal in 5 Sekunden, ja. Einer Minute und 5 Minuten. Richtig, genau. Und dann entscheidet die Zuschauer, wer besser war. Okay, 3. Aber nein, warte doch mal ganz. Was denn? Ich muss mir noch die Sachen hier raussuchen. Voila, wir machen schneller. Okay, bist du ready? Ja, let's go. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ich bin ready. Gut, ich komme rüber zu dir, ja? Okay, was hast du hier gebaut? Digga, ist das dein Ernst, Alter? Sponge? Bob. Alter, ich schnauze. Das da oben ist nicht Bob, das ist Steve. Ja gut, dann komm mal mit zu mir, Alter. Guck mal hier, Digga. Siehst du das? Von der Seite hier gucken. Von der Seite gucken. Siehst du das? Mit seiner Mütze von der krossen Krabbe und der Hose. Hm? Warum machst du, Bastard, das? Lass es doch mal hier. Will nicht mehr. Das ist voll Scheiße. Fuck, also die Alter. Erste Runde habe ich jetzt gewonnen und jetzt geht's in die zweite, oder Ich würde sagen, Chat, schreibt mal ein Revi in den Chat, wenn ihr meint, dass ich gewonnen habe. Wenn ihr Luca meint, dann schreibt mal gerne Luca in den Chat. Bin gespannt. Ja, da steht sehr oft Revi, Luca. Ich würde sagen, die erste Runde geht tatsächlich relativ knapp, aber auch nur relativ knapp an mich. Du hast dich trotzdem gut geschlagen, muss ich sagen. Hast du gut gemacht. Danke, Revi, es bedeutet mir sehr wenig. 3, 2, 1 und go. Okay, gut. Okay, Leute, ich muss mich jetzt geisteskrank ranhalten, denn sonst wird es hier echt knapp werden. Das Ding ist, du siehst ja die Zeit, ne? Kannst du mir bei der Hälfte mal Bescheid sagen? Ja, 12 Sekunden mittlerweile rum, das passt noch soweit. Viertel ist schon rum der Zeit. So. Hälfte der Zeit ist gleich rum, mein Süßer. Was? Ja, Hälfte der Zeit ist gleich schon rum.
Okay, Hälfte der Zeit ist rum. Ich glaube, ich schaffe das. Oh, 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 oh. 40 Sekunden, noch 20 Sekunden, Luca. 15 Sekunden. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. Oh nein! Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein, Leute, oh nein! Bitte TP dich zu mir. Warte, TP dich kurz. Okay. TP dich zu mir. Und chill jetzt? Kurz, chill kurz, chill kurz. Okay, okay. Warte, bleib da stehen. Bleib, nee, okay. Geh ganz nach unten. Geh hier hin. Ja, okay, ich geh hier hin. Okay, das ist jetzt hier die Treppe. Okay. Du wirst, also das, der steht hinter mir. Ja? Ja, komm. Okay, 3, 2, 1 und jetzt. Junge! Junge! Was ist das? Ja, okay, aber komm. Komm mal mit. Hä, ich finde, also man kann es erkennen. Guck mal. Hä? Da ist Weider ja viel besser. Ey, da ist Weider ja wirklich besser. Warum ist denn sein rechter Arm höher als sein linker? Es ist einfach Crack SpongeBob. Das sieht einfach okay, aus wie eine Mischung aus... Was ist das Rote bitte. Hier? Alle Licht schreiben kommt. Luca, alle schreiben Luca. Stark. Ah, ist das peinlich, Alter. Junge. Beide so scheiße. Perfekt. Ich würde sagen, Leute, wir spielen die nächste Runde. Luca, diesmal haben wir 5 Minuten Zeit, um SpongeBob zu bauen, okay? 3, 2, 1 und go. Okay, gut. Muss nicht sein. Kannst du dir sparen. Nee, ist alles gut, aber nächstes Mal bitte Hand vorm Mund halten. Ja, Tröpfcheninfektion, du weißt. Vorsichtig ja, okay, damit, okay? Nicht, hey, alles gut, mach dir da keinen Kopf, du. Ah, okay, warte, wir haben 5 Minuten Zeit, ne? Ja, genau, wir haben 5 Minuten Zeit, Malaka. Ich bin schon wieder so voll auf Kokain, ja? Dann kommt jetzt hier die Hose von dem guten Herrn, Leute. Die bauen wir einmal so. Ach, ja, damit bin ich ja schon längst fertig. Mhm, das kann dann ja nur heißen, dass deiner beschissener wird, ne? Richtig. Eine Minute erst rum, das ist doch zeitlich hier alles. Ich wollte hier bin, was Zeichnen angeht. Zeichnen wahrscheinlich, oder? Genau. Ja, du bist einfach ein kleiner Bastard. Hm. Oh, kannst du nicht in Minecraft gut bauen wie der Revinzeit? Hm? Sind alle deine... Habe ich vielleicht die Runde gerade gewonnen? Oh, sind alle deine Frauen neidisch auf Revinzeit, weil sie gut in Minecraft... halt deine Fresse, hm? Oh, ja, stimmt. Hast du Coronavirus und wirst bald sterben? Das tut mir echt leid für dich. Da habe ich wirklich Mitleid, wenn ich ehrlich bin. Das tut mir wirklich leid, Alter. Ich hoffe, das wird bald besser. So, meine lieben Damen und Herren, wir begeben uns weiter. So, meine lieben Chabos und Chabonentinnen. Alter, halt deine Schnauze. Rezitiere nicht Videos aus der Vergangenheit. Das ist ehrenlos, mein Freund. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Megaprojekt. Heute zusammen mit Simon, Dena und Conny. Conny, Alter. Conny, Junge. What the f***? Wann habe ich die mal Conny genannt? Holy s***. Wir haben jetzt ungefähr noch 3 Minuten Zeit. Ach, okay, entspannt. Das ist der entspannte Hase hier an der Stelle, ne? Wollen wir kurz irgendwie ein Thema anschneiden, dass wir Lass uns über Coronavirus reden. Wie fühlst du dich? also ich fühle mich super. Hast du dich wirklich testen lassen? Das ist sehr unverantwortlich, wenn nicht. Das will ich nur mal an der Stelle hier sagen, ne? Ich war beim Arzt, ich habe angerufen und bin zum Arzt hingegangen und der meinte, was will ich da? Ich habe nicht den Coronavirus. Er hat mich so angeschnauzt, meinte, ich soll nach Hause gehen. Also ich war letzten Mittwoch da. Ja, der hatte Angst, Alter, vor dir wahrscheinlich. Ach, deswegen hat er dann plötzlich FBI angerufen und so. FBI open up. Was auch sonst? Nee, also er meinte auf jeden Fall, es ist Champions League und ich soll nach Hause gehen und Fußball gucken und mir Ruhe antun. Also es war eine ganz normale Erkältung, was ich hatte. Ich hatte auch nirgendwo Lungenbeschwerden oder was weiß ich was. Hattest du Lungenbeschwerden, ja? Revi, ich hatte überall Lungenbeschwerden. Aber Revi hat mir halt jeden Tag irgendwelche Artikel geschickt und hat sich verrückt gemacht. Nein, ich habe dich verrückt gemacht des Todes. Noch 2 Minuten, Bro. Oh, okay, so langsam wird es doch ein bisschen kritisch gerade bei mir. Abwarten und Tee trinken ist hier gerade nicht angebracht an der Stelle, würde ich sagen. Abwarten und Wolfgang Petri. Oh, abwarten und im Stehen trinken. Abwarten im Stehen pissen, kann ich da nur empfehlen. Okay. Was für SpongeBob für eine Nase hat, Alter. Jetzt ist noch 1 Minute. 5 Sekunden? Was soll ich sagen? 5 Minuten ist genau meine Zeit, Alter. Hip-Hop ist mein Hobby, Hip-Hop ist mein Leben, Hip-Hop ist mein Stolz. Ihr könnt denken, was ihr wollt. Leute, ich bin's, euer Piaggio. Nicht Picasso, sondern Piaggio. Ihr kennt mich. Ich bin der Motorroller von Baby. Baby, sei doch einfach ruhig. Ich hab den besten SpongeBob gebaut und Luca hat eine Vorhaut. Lalalala. Braucht SpongeBob Arme? Nee, oder nicht zwangsläufig? Zwangsläufig nicht. Mem. Und die Zeit ist gleich sofort um in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stopp, Malaka! Aufhören. Okay. Ja, gut. Bin fertig. Komm zu mir. Ich baue wieder so eine kleine Treppe für dich. Kann ich hochlaufen? Ja, lauf hoch. 3, 2, 1.
Oida! Der Schildbissle, aber nicht schlecht. Ja. Nicht schlecht. Aber ich habe den vor allem 3D gezeichnet, also fast von allen Seiten ist der so. Aber von hinten habe ich ein bisschen verkackt. Also sein Kopf ist leider ein bisschen auf. Das wäre krank, wenn SpongeBob. Wieso schielt denn der so? Hat der irgendwie. Bro, was ist mit SpongeBob geschehen, Alter? Glaub nicht, dass der es regeln kann, ganz normal in seiner Gegend. Guck mal, was mit SpongeBob ist, Alter. Luca? Ich glaube, er hat den Corolla-Virus, den Corolla-Virus. Oh Alter. Nein. Hast du mein Easter Egg gesehen, was ich hier drin gebaut habe? Revis Mutter stinkt sehr. Lustig und cool. Okay, komm mal mit hier rüber, Bro. Schau dir an. Ey, was ist das? Alter, richtig krass. Mit Funwender, ne? Ja, okay, ist gut geworden. Ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich deinen nehmen. Guck mal hier. Hier oben ist sogar noch Wasser im Kopf drin, weil das ist ja ein Schwamm. Okay, Leute, lasst die Spiele beginnen. Wer hat's hier gewonnen? Luca, hör auf, hey! Hör auf, dich zu griefen! Hier steht überall Revi, das passt an der Stelle soweit. Dann habe ich damit 2-1 gewonnen. Oh mein Gott, das sieht jetzt so... Left in the game, Alter. Das sieht jetzt so gruselig aus. Guck ihn dir mal bitte an, Junge. Holy shit. Lass mich doch gewinnen, ich habe Coronavirus. Okay, Leute, ein Mitleid für Luca. Wenn ihr auf seinem Kanal vorbeischaut, gibt's da eine Aus... Pinocchio. Wir können die verbinden, unsere beiden. Ey, Bruder, okay. Das ist halt vor allem auch bei ihm genau seine Nase, ne? Wir machen es aber anders. Moment, wir machen es anders. Wir verbinden die auf eine andere Art und Weise. Digga, es ist genau seine Nase auch bei mir. Was ist denn das jetzt, Revi? Sekunde. Halt dich kurz fest und genieß es, okay? Sehr schön. Dann sind wir an der Stelle hier durch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, Luca, dass du mit... Danke, dass du mitgemacht hast, Luca. Das war's von dieser Runde Minecraft, wenn ich du wäre. Wahrscheinlich, oder? Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst gerne Daumen nach oben da. Schaut gerne bei Concrafter vorbei. Der macht auch regelmäßig Minecraft-Content, wie sein Name ja schon da sagt. Und ich bin an der Stelle raus. Oh mein Gott, du hast einfach noch ein Gesicht.